Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Squad Builder Battle. Heute Abend Europa League und dazu passend Aubameyang als Europa League-Karte am Start, Leute. Heftige Karte hat man ja bekommen, wenn man das Champions League-Pack gemacht hat. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ja, ob es jetzt irgendwann auch Europa League-Karten geben wird, Leute. Wenn ihr Bock hättet auf Europa League-Karten, dann schreibt es mal in die Kommentare. Hashtag Europa League. Und schreibt die mal gerne in die Kommentare, wenn ihr beim nächsten Squad Builder Battle sehen wollt. Ja, ihr könnt gerne Vorschläge machen und dann hauen wir die gerne für euch raus beim nächsten Mal. Ich bin nicht alleine. Es ist mal wieder ein Kollege dabei, der im ersten Squad Builder Battle letzte Woche direkt mal gegen mich auf die Fresse bekommen hat, ne, und jetzt einiges gut machen muss. Ich habe nur 2-1 gewonnen, glücklicherweise. Was geht, Ideals? Alles klar bei dir? Warte mal, bei mir auf dem Kanal habe ich da eigentlich 3-0 gegen dich geführt und dann 3-1 gewonnen? Ja. Was? Was? Zentrale? Ich höre ganz schlecht hier. Du hast doch keine Beweise, Digga. Leute, guckt euch das Video auf keinen Fall an, was er hochgeladen hat. Ich weiß. Check auch gerne seinen Channel aus, ja, ihr wisst Bescheid. Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Da gibt es auch noch ein Squad Builder Battle. Diesmal wird es anders laufen, ich werde beide gewinnen. Okay? Ansage. So. Okay. Ich habe die 4-3-2-Formation, Ober als linker Stürmer, bevor jetzt wieder einige schreiben, Digga, der ist Leihspieler. Leute, es gibt den Typen nur als Leihspieler, ja? Also, jetzt schreibt eh wieder jeder. Weil ich jetzt gesagt habe, schreibt eh wieder jeder in die Kommentare, dass nur ein Leihspieler ist. Ich hätte es gar nicht sagen sollen. Okay, hau du raus, deine Formation? Ja, ich bin in der klassischen 4-3-3 unterwegs. 4-3-3, okay, dann starten wir mit den ersten Spielern. Ab geht's. So, weiter geht's, Leute. Wie immer, ja, noch mein Shop ausschenken. Für die Camouflage, ihr wisst es, gibt es in Rot, gibt es in Grau, gibt es in Blau, gibt es in Grün, gibt es in Pink, in Lila, in Blau, ihr wisst es. Für Pink natürlich abchecken. Für Ideals in Pink, Leute, ihr wisst es, gratis Autogrammkarte und gratis Camouflage, nice Tasse, 35 Euro bestellt, wer gibt auch mal dazu, also gerne abchecken, Link ist in der Beschreibung, Eminem ist da, oder auch nicht, okay, du hältst hoch, ne? Du bist frech heute und dafür hau ich dir jetzt 2 Spieler raus. Du wirst keinen haben, weil, ich muss mir mein Kabel richten, mein erster Spieler ist ein Kollege aus der Premier League, ja, und zwar auch, oh, scheiße, aus Afrika, und zwar Zaha, Wilfried Zaha, heißt du überhaupt Wilfried? Ja, Wilfried, ja. Was ist das eigentlich für ein Vorname, Digga? Wer hat sich das ausgedacht? Wilfried. Egal. 5 Sterne Skills und ZOM ist Dele Alli. Let's go. Das sind meine beiden Spieler. Ah, Bruder, kannst du nicht nochmal auffällig gehen? Du hast eh Pogba aufgeschrieben. Nee, Lacazette. Nicht Pogba. Und ich hol erst Pogba. Und Dele Mkhitaryan. Ist der ZOM Mkhitaryan? Echt? Ja, oder? Weiß ich nicht, Digga. Ja. Aber letztes reicht, hab ich ja nicht gezogen, diese, okay. Doch. Okay, hab ich noch nicht gespielt. Kommen wir zu deinen Spielern. Ich dachte eigentlich, du schreibst Pogba auf. Nein, hätte ich den auch mitnehmen können. Hau raus. Okay, rechter Flügel. Einer meiner Lieblingsfußballer, die es hier auf dem Planeten gibt. Xherdan Shaqiri. Und links. Ich glaube, du weißt nicht, dass ich ihn habe. Deshalb bin ich einfach ganz dreist mit dem gegangen. Hazard in Form. Oh mein Gott, Digga, was? Übertreib doch nicht. Dein Ernst? Ja, wusste ich ehrlich nicht. Ich hatte sogar. Wir bauen ja die Squad Builder Battles immer, die Squad Builders auf Footbiz, ne? Der schlägt einem immer so Spieler vor, der da hinpassen könnte. Und da hat er sogar Hazard als erstes angezeigt. Ich war sogar kurz im Überlegen, ne? Aber ich gedacht, der hat den doch nicht. Also auch nicht den normalen. Martial hat dich. Und ich dachte, du hast Lukas, passend zum Namen hier, ne? Als Player of the Month gemacht. Aber hast du nicht wahrscheinlich, ne? Nee, habe ich nicht gemacht. Ah, okay, da dachte ich, hast du den vielleicht. Okay, darfst beides behalten. Wir kommen ins Mittelfeld. So, wir kommen ins Mittelfeld. Und Leute, ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er Pogba mitgenommen hat. Deshalb, so viel kann ich schon mal spoilern, habe ich den auch nicht aufgeschrieben, weil. Ja, habe ich mich echt nicht getraut. Habe ich auch nicht mitgenommen. Allerdings hat es nicht gepasst, ja, chemietechnisch. Deswegen habe ich erstmal Xhaka mitgenommen, in vom Xhaka, der hat mich mal gezogen, habe ich erstmal behalten, weil ich dachte, der wird teurer, Digga, aber der geht immer noch für den Abschlusspreis weg, also von daher will ich ihn jetzt wenigstens mal spielen und dann habe ich zwei, obwohl einen könntest du haben, aber den anderen nicht, weil einmal bin ich über Nationalität gegangen für Zaha und zwar mit Seri, Elfenbeinküste und dann brauchte ich den hier für Seri und zwar Zambo Anguissi. Ja, der spielt auch, spielt auch bei Fulham, der ist aus der Premier League, ey, ganz komisch, kannte ich vorher auch nicht, aber hat ganz gute, solide Defensivwerte, braucht ich halt für den Fulham-Link, gibt dir jetzt natürlich einen kleinen Tipp, ja, aber ja. Ja gut, alles klar, Kanté, Gueye habe ich noch aufgeschrieben, und ich wusste gar nicht, dass das die Nation ist, ich habe den einfach nur aufgeschrieben, weil der OP ist, Serie. Scheiße, Digga. Okay, toll, Alter. Da hättest du mir direkt sparen können, meine Chemie, Digga. Das ist jetzt eh, ja, toll, ja. Danke dir auf jeden Fall. Ehrenhafte Aktion. Bronze-Spieler? Ja, ja, wenn du so frech bist. Ja. Bronze-Torwart oder noch nicht? Ja, pack mal rein. Okay, wen habe ich denn da noch? Müssen wir gleich schauen. Wohl, warte, ich kann hier direkt Ramsdale mitnehmen, Legende aus FIFA 18. Ramsey. Okay, let's go. Deine Spieler?
Okay, und ich sag, du hast... Ah, nee, ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts, das ist mir zu riskant. Links Wijnaldum. Rechts Sissoko. Und in der Mitte habe ich meine Ikone mitgenommen. Hör auf, Mann. Patrick, nicht Vieira. Ich habe Alessandro Del Piero. Nein, er hat sich Del Piero... Nein, Digga. Ey, ich habe letztens noch gestreamt FIFA und dann hat jemand geschrieben, dass du dir Del Piero holen willst und dann später wieder Stream online kommen wolltest. Ey, scheiße, deswegen hätte ich eigentlich drauf kommen können, ey. Hast du ja auch wieder... Der Typ hat schon zwei Eike, ich kann nicht übertreiben, ey. Ey, ich hasse Del Piero, Mann. Aber ich habe einen, und zwar Del Piero. Ja, was? Nein, Spaß, Bro. Spaß. Ich wollte schon sagen. Aber wusstest du das? Ja, Mkhitaryan, weil du ihn bei mir hattest, dachte ich, wärst du selber. Gündogan und Wijnaldum. Ja, ein bisschen auffällig, ne? Wegen Liverpool hier, ne? Das war... Ja, wobei ich denn ja gar nicht so Shaqiri. Ach so, ja, okay, ne? Ja, ich dachte, ich habe überlegt zwischen Wijnaldum und, denkst Oxlade, Chamberlain. Aber ja, okay. Das heißt, ich will da auch meinen Bronze-Spieler nehmen. Kannst auch gerne Ramsdale nehmen oder irgendjemand anders dir überlassen. Wir kommen zu den Außenplay. So, die beiden Bronze-Spieler sind am Start. Wen hast du? Ich habe Ramsdale. Wen hast du jetzt geholt? Oh, wie heißt denn der Gute hier? Kelleher. Neue Legende vielleicht. Mal schauen. Wir kommen zu... Ist ein Ginger. Ist ein Ginger, okay. Wie George damals. Digga, George gibt's nicht mehr. Ihr kennt ihn noch, aber gibt's leider nicht mehr mit seinen roten Haaren hier. Okay. Wir fangen bei mir an, ne? Hältst du hoch? Hi. Jo, wenn du das willst, dann fang auch bitte an. Linksverteidiger ist Le Merchant. Hatte ich schon mal gegen dich, Digga. Ja, ist echt gar nicht so schlecht gewesen, Digga. Ist auch relativ groß mit 1,85, von daher ganz gut körperlich unterwegs. Und rechts habe ich einen Neuzugang von Real Madrid. Odriozola habe ich da am Start. Ja gut, da hättest du eh erstmal. Ja. Ich habe zwei Premier League-Spieler aufgeschrieben, Pereira und Robertson. Oh, okay, nice. Ja, okay, rechts wusste ich schon, kannst du safe nicht drauf kommen, wie gesagt. Da könnte ich alles machen. Das stimmt. Okay, deine Spieler. Okay, Linksverteidiger. Ich hatte ihn gerade bei mir draufstehen. Ist der gute Robertson. Das ist schon auffällig, ne? Das ist schon hart auffällig. Und rechts, das ist auch hart auffällig, habe ich Aurier mitgenommen. Nein, ich wollte erst Aurier aufschreiben. Mann, ey, nein. Ich habe gedacht, das machst du nicht so auffällig, ey. Ja, ich habe es aber einfach auffällig gemacht. Deshalb habe ich mir auch extra einen Liverpool-Torwart geholt. Scheiße, Digga. Ich habe Bellerin und Luke Shaw, Digga. Ich dachte, du gehst bei beiden nicht so auffällig, Mann. Scheiße. Ich hatte direkt Aurier. Das war mein erster Gedanke. Komm, schreib Aurier auf. Du musst immer den ersten Gedanken, den du hast, sofort aufschreiben eigentlich, ey. Das ist meistens der Beste. Naja, wir kommen zu den letzten drei Spielern. Ich habe noch... Ne, wir haben beide nicht mehr den Joker, stimmt. So, ab geht's. Die letzten drei Spieler stehen an und das... sind die drei Spieler, die ich auf meiner Tafel. Ich habe ein bisschen Angst, ja. Wir haben gerade schon gesprochen bei den Spielern. Er meinte schon so, ja, du gehst doch nicht über Ramos oder Nacho, oder? Ja, Digga, dazu habe ich erstmal nichts gesagt. Ne? Wir machen erstmal meinen anderen Spieler. Und ich habe einen mitgenommen, den brauchte ich für die Chemie, aber der war auch relativ geil, Mann. Und zwar Odoi von Fulham. Der ist zwar Silberspieler, aber der hat 82 Tempo, Mann. Problem ist, Tempo ist ja dies Jahr nicht mehr so wichtig. Aber ich wollte ihn trotzdem mitnehmen und der ist nur 1,78 groß. Also halt nicht so geil, da habe ich nicht drauf geachtet, wie groß der ist. Und 82 Tempo, ja, bringt jetzt auch nicht mehr so viel dieses Jahr. Dann habe ich, ja, Ramos oder Nacho. Einen von beiden, 50-50 Entscheidung, Bro. Ramos oder Nacho, Leute. Komm, mach hin. Ramos. Du hast eh Ramos, Digga. Und im Tor, na was. Jawohl, scheiß drauf, Alter. Ah, drauf geschissen, dass ich Varane aufgeschrieben habe, solange ich deinen scheiß Torwart habe. Nein, Digga, das ist noch schlimmer, nein. Ist mir alles egal. Koscielny, Varane und Navas. Nein, Alter, hör doch auf mit Navas. Och Mann, Digga. Ja. Das, mir wär's, och Mann, ey. Ich hätte lieber, dass du mein Dings gab. Aber warte mal. Ey, ich kann vielleicht wieder Zidane nehmen, die Legende. Ich weiß nicht, ob der eine Silberkarte hat, Mann. Bronzekarte. Der ist zweite Mannschaft. Ja, und? Zweite Mannschaft? Nee. Das ist für so, Zidane habe ich mir kurz geholt, Leute. 2000 Münzen hat er mich gekostet. 1,83. Als Torhüter. Warum ist man so klein? Das gibt's ja nicht. Okay, hau raus. Gut. Deine. Ich konnte ja jetzt so gesehen alles machen, worauf ich Bock hatte, ne? Jo, kann man. Das ist aber wirklich links. Bin ich nicht in der Premier League geblieben, um dich schon mal zu enttäuschen vielleicht. Links habe ich Basali. Dann rechts hatte ich, wie hieß der gute, Tonelli, der ist zwar non-rare, aber der hatte eigentlich ganz gute Werte. Stark, ja. Und im Tor hatte ich Sirigu. Ja. Ah, De Gea, Sanchez, Van Dijk. Mann, bleib doch einmal Premier. Nee. Ich dachte, du willst unbedingt De Gea spielen oder so und gehst damit deswegen über Premier. Nee, ich wollte mal. Okay, zwei Bronzespieler bei mir und ein Silberspieler, weil ich ihn selber mitgenommen habe.
Naja, schauen wir mal, wie es läuft. Aubameyang muss regeln. Wir starten ins Spiel, verlieren Schüsse. Ab geht es. Übrigens mein letztes Spiel mit Pierre-Emerick Aubameyang. Und du hast hier noch 5 Spiele, ne? Alter, Digga, was hast du denn? Was ist das denn? Könnte auch eine Legende werden, ne? Dein Torwart da. Das ist die Nachfolge, der Nachfolger von George, ja, ne? Was sagst du denn? Guter Mann. Ähnliche Frisur mit den roten Haaren, Digga. Und dann dein Piero. Ich feiere dieses Jahr mit den Icons, dass sie alle so ein schwarz-weißes Bild haben, Alter. Das sieht irgendwie fresh aus. Okay, ab geht's. Komm. Stark. Ja. Boah, der hätte ihn sogar fast gehalten, Alter. Ja, sieh dann. Das ist ein Biest im Tor, man muss darauf achten. Der Piero, boah, jetzt ist ein heftig, ne? Hat sich Tempo und dann schießen. 5 Sterne schwacher Fuß. Mann gesehen. 5 Sterne schwacher Fuß, stimmt. Ja, da kriegst du nochmal einen ordentlichen Speedboost dazu. So, und ja, jetzt. Der Shakira, der Piero, was für seine Torstatistik machen in meinem Verein. Mit Oberhättchen gehalten, jetzt sagst du, der kommt, sieh dann. Oh! Ja! An die Latte! Nein! Oh mein Gott! Oh, was war das für eine Grätsche? Wie kann man da wieder den Ball so reinbringen? Wie kann man überhaupt Elfer an die Latte schießen? Jo, ich hab nicht mal hart aufgeladen. Hast du gesehen, wie er angesetzt hat? Lässt sich tunneln, Digga. Was ist mit ihm? Ja, so stelle ich mir das vor. Sauberer Angriff und bumm! War das ein Tor mit der Vorlage? Ja, schon. War ein Tor. Der spielt stabile Pässe. Opa macht ein gutes Spiel, einen guten Job. Dein Torwart leitet alle Bälle, alle Pässe so übertrieben krass. Ach, ich krieg jetzt noch rot. Okay. Ne, gelb! Bagger letzter Mal, nein! Ah, Digga, ja, es gibt Elfer hier. Dann kriegt der De Piero nochmal hier die Chance. Zweiter Elfer. Ey, scheiße, Mann. Komm! Ey! Einmal Latte, einmal Post. Komm! Nein! Ja. Mann, Alter! Ist doch so rassig aus, Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Zweimal so eine scheiß Flanke, Leute! Was ist das? Das ist so schlecht, Mann! Warum, ey? Ich hab so Riesen da drin, Alter! Ramos, wo bist du? Del Piero macht ein Kopfballtor, Mann! Das kann doch nicht wahr sein, ey! Wir kommen zum Abstoßen! Alter, meine Faust tut jetzt auch noch weh, Alter! Zweimal hier wieder auf den Tisch gekloppt, Alter! Scheiße, Mann! Alter. Okay. Ja, dann sortieren wir mal, ne? Jo. Ja. Wenn ich Dings Aubameyang trifft, wer muss dann eigentlich dran glauben? Aubameyang. Ach so. Darf's nicht treffen, Digga. Darf's nicht treffen, Bro. Ja. Ja, mach, komm. Ja? Einen musst du treffen. Entweder Eli, Zaha, Ramos hab ich, ja. Oder Shaq. Ja, Shaq geht. Okay, hau raus. Okay, ich nehme deine komplette Viererkette. Digga, muss das sein? Ja. Ey, Zaha und Dele Alli, Digga. Ah, wie viel ist Dele Alli wert? Zaha ist gut was wert auf jeden Fall. Der ist noch 20k oder so, ne? Ja, Dele Alli 30, Digga. Oh shit. Ah, das ist bitter, Mann. Zaha ist gar nicht mehr so viel wert. Echt? 14k. Ja, 12k nur noch. Krass. Ah, trotzdem, Dele Alli ist bitter, Mann. Zaha wäre nicht so schlimm gewesen, Alter. Dele Alli ist bitter. 30k, der könnte vielleicht noch ein bisschen hochgehen. Und diesen Odoi hast du übrigens getroffen. Dort. Und Ramsdale. Ramsdale ist auch getroffen. Ramsey. Okay, und ja, Dele Alli, Digga. Hau rein. Das wären schöne 30-40k gewesen. Dann meine Fresse, Alter. Leute, das war's von diesem Video. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Checkt gerne noch Lukas aus. Ja, wie gesagt, links unten in der Beschreibung gibt's jetzt noch die Revanche. Da muss ich gewinnen, ich hoffe mal. Und ja, checkt das gerne aus. Und checkt noch gerne meinen Shop aus für die Camo-Sachen. Wie immer in Grau, in Grün, in Blau, in Rot als T-Shirt und als Pullover. Wie immer in allen 4 Farben erhältlich. Also gerne abchecken. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr wisst es, gratis Autogrammkarte noch dazu. Und ab 35 € Bestellwert gibt es die blaue Camo-Flasche. Nice, das auch noch gratis dazu. Also gerne abchecken. Wir sehen uns dann bei Lukas wieder, würde ich sagen. Haut rein und ciao. Ciao.